Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute gibt's Percys Landung nochmal, weil es so schön war. Viel Spaß! Ich war das ganze Wochenende unterwegs und wollte eigentlich die Folge heute ausfallen lassen, aber die Discord-Mods und mein schlechtes Gewissen haben mich dann dazu verleitet, ein kurzes Video zu Percys tatsächlicher Landung zu machen. Letzte Woche ging es um die Triebwerke, mit der diese Landung erst möglich wurde. Zwar war bei der letzten Folge Percy schon gelandet, aber wir hatten ja noch keine echten. Jetzt gibt es sogar hochauflösende Videos von der Landung und das nutze ich natürlich, um dich nochmal durch die Landung zu sprechen. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Wir steigen bei der Öffnung des Überschallfallschirms ein. Der wird als dicht gepacktes Päckchen mit einem Mörser abgefeuert. Dieser Fallschirm ist der größte Überschallfallschirm, der je eingesetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt ist Percy übrigens 12 Kilometer über der Marsoberfläche und 420 Meter pro Sekunde schnell. Und dieser Moment wurde sogar vom Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommen. Dabei war der Mars-Beobachtungssatellit 700 Kilometer von Percy entfernt und 3000 Meter pro Sekunde schnell. Unter diesen Bedingungen eine unfassbar gute Aufnahme. Der kleine Kreis unten ist die spätere Landestelle von Percy im Jezero Crater. Auch das Lösen des Hitzeschildes können wir bewundern. Jetzt ist das Fahrzeug mit Unterschallgeschwindigkeit unterwegs. Und das Landeradar und die Terrain-Erkennungskameras können anfangen, den Boden nach möglichen Landeplätzen zu scannen. Zu diesem Zeitpunkt ist Percy nur noch 145 Meter pro Sekunde schnell und etwa 9 Kilometer über dem Marsboden. Sehr gut sieht man das Hitzeschild weiter in Richtung Mars fallen. Wenn du dich fragst, was mit dem Hitzeschild passiert ist, von der Einschlagstelle hat der Mars Reconnaissance Orbiter auch eine gute Aufnahme gemacht. Auf dieser Aufnahme sieht man sowohl das Hitzeschild als auch die Landestelle von Percy im Süden. Und die Einschlagstelle der Abstiegsstufe im Norden sowie den Fallschirm mit der Rückenschale im Westen. 7,7 Kilometer über dem Marsboden hat die Landeelektronik dann das Ziel für die Landung gefunden. Wir erinnern uns, die Rechner von Percy müssen die Landung vollständig autonom durchführen, weil die Übertragungsdauer zwischen Erde und Mars viel zu lange dauert, um irgendetwas von der Erde zu steuern. Kilometer über der Oberfläche sind wir noch etwa 100 Meter pro Sekunde schnell, das sind 360 km/h. Percy befindet sich noch immer an der Rückenschale und am Fallschirm. Jetzt werden die Landetriebwerke initialisiert. Bis kurz vor der Landung wird man jetzt nichts sehen, da, wie ich im letzten Video erklärt habe, das Abgas der MA-80B-Triebwerke nur aus Wasserstoff und Stickstoff besteht. Beides Gase, die farblos sind. Jetzt ist die Rückenschale mit dem Fallschirm abgesprengt und Percy fällt einen kurzen Augenblick frei. 2600 Meter über der Marsoberfläche ist Percy jetzt noch 83 Meter pro Sekunde schnell, etwa 300 km/h. Percy weicht jetzt seitlich aus, um den Fallschirm und die Rückenschale nicht auf den Kopf zu bekommen. Dabei fliegen wir über den späteren Landepunkt kurz rüber. Jetzt ist Percy nur etwa 1000 Meter über der Oberfläche. Die MA-80B-Triebwerke bremsen Percy weiter ab und manövrieren sie zu ihrem Landeplatz. Etwa 300 Meter über dem Boden bewegen wir uns noch mit 30 Meter pro Sekunde auf den Mars zu. Und wir sehen das erste Mal etwas von den Triebwerken, die den Staub am Boden aufwirbeln. Jetzt schwebt die Abstiegsstufe etwa 50 Meter über der Oberfläche. Das Skycrane-Manöver wird gestartet. Eine magnetische Bremse sorgt für das gleichmäßige Herablassen des Rovers. Sehr gut kann man oben links die 8 Triebwerke erkennen. Wenn man genau hinsieht, kann man sogar ein rosa Leuchten der Brennkammern sehen. Aber wir sehen, wie gesagt, kein Abgas. Die Abstiegsstufe wackelt übrigens nicht, sondern der Rover beim Herablassen. Und endlich Tango Delta. Der Rover steht stabil auf der Oberfläche. Mit Sprengbolzen werden die Leinen gekappt und die Oberstufe fliegt nach Norden davon. Und berechtigterweise ein Riesenjubel im Jet Propulsion Laboratory. Schon jetzt beflügeln die Bilder von Percy die Fantasie. Bilder wie von einer anderen Welt. Oder Bilder von einer anderen Welt. Ich bin super gespannt, was Percy alles herausfindet und wünsche ihr ein langes Forscherleben. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, dass es heute nur eine kurze Folge war. Nächste Woche gibt es dann die Big Five der Raumfahrt. Wenn du diese und weitere Videos über Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.